Hallo Leute, grüße euch, willkommen bei meinem neuen Videoblog. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr habt das eh schon im Intro gesehen, es geht um einen Gleitschirm. Endlich wieder mal, Saison beginnt ja bald, oder ist ja quasi dann schon mal im Beginnen. Wir haben Mitte, Ende Februar, wo ich das aufgenommen habe. Der Schirm ist zwar schon ein bisschen früher geflogen worden und Schirm, ja, wie gesagt, es geht um den Ozon M7. Hoffentlich nicht der letzte Mantra, denn es war ja damals schon von Ozon die Überlegung, ob es überhaupt einen Nachfolger von 6er Mantra geben soll. Daher hat es ja auch recht lang gedauert, bis dann doch wieder ein Mantra rausgekommen ist, weil eigentlich ist, ja, könnte man sagen, dazwischen gekommen, aber es war der neuere Schirm, sehr brilliert hat da eigentlich der Zeno, das eigentlich, aber ja, das ist der Nachfolger vom Mantra und Zweiliner, doch ein komplett anderer Schirm, ist Bombe eingeschlagen, also unheimlich beliebt der Zeno und immer noch ein Benchmark in der Klasse. Und da hat man halt lange überlegt, ob man noch einen Mantra, also einen klassischen Dreiliner D-Gleitschirm auf den Markt bringen will. Ja, hat man doch. Und mal vorweg gesagt, es ist ein komplett anderer Schirm, hat mit den Vorgänger-Mantras eigentlich nicht mehr sehr viel gemein. Und ist ganz anders konstruiert, er fliegt sich auch anders. Ja, es ist ein neuer Schirm, obwohl er noch immer Mantra heißt, er ist anders. Ja, ich möchte euch nicht weiter auf die Folter spannen. Schauen wir uns den Schirm mal gemeinsam näher an, was die Unterschiede sind. Ja, schauen wir mal. Seid gespannt. Werfen wir erst einmal einen Blick auf diesen doch recht interessanten Flügel. Wie man hier auf dem Bild ja genau sehen kann, bin ich die Größe ML geflogen. Der Gewichtsbereich geht hier, man sieht es ja auch, von 90 bis 105 Kilogramm. Das ist bei den ML-Größen bei Ozon eigentlich immer ident. Ich bin den Schirm auch ein bisschen überladen geflogen und zwar mit 107 Kilogramm. Und da liegt er, der M7 in seiner vollen Pracht ausgestreckt. Was gleich hier auf dem Bild auffällt, ja, der M7 ist auch ein Stäbchenschirm, er ist so richtig durchgegrätet, möchte man sagen. Wie bei seinem Vorgänger gehen am Obersegel die Nylondrähte bis ca. 30 cm vor die Hinterkante. Apropos ausgestreckt, ja, da gibt es zu dem Vorgänger, den M6, ein paar ganz große Unterschiede. Das betrifft erstens einmal die Fläche, und zwar ausgelegt und projiziert ist der M7 knapp 1,5 Quadratmeter kleiner. Und auch was die Streckung angeht, und zwar der M7 hat 0,5% weniger Streckung. Beim M7 ist alles auf Leistung getrimmt. Angefangen von einer sehr aufwendig konstruierten Eintrittskante, natürlich mit Sharknose und einer sehr hohen Zellendichte. Der M7 hat um 12 Zellen mehr als sein Vorgänger und das bei einer merklich geringeren Streckung. Ebenso die Austrittskante, also sprich die Schirmhinterkante, ist leistungsorientiert konstruiert. Mini-Rips versteifen diese zusätzlich. Nun zu den Tragegurten. Tja, und diese sind sehr, sehr aufwendig konstruiert. Man sieht es hier auf dem Bild sehr schön. Ja, und es bedarf natürlich bei den Startvorbereitungen eine entsprechende Aufmerksamkeit. Die Konstruktion des Tragegurtsystems ist sehr, sehr interessant. Dieses erinnert eigentlich schon sehr an einen Zweiliner, denn wie man hier sehr gut sehen kann, die B-Ebene ist eigentlich lose, möchte man sagen, auf einen Durchläufer montiert. Diese Konstruktion soll bewirken, dass man sich wie auf einen Zweiliner fühlt, wenn man mit der C-Ebene korrigiert und steuert. Ja,
dazu, also wie das wirklich funktioniert, im praktischen Teil. Zu den Leinen, naja, da braucht man eigentlich gar nicht viel sagen. Die sind halt hochleistertypisch sehr dünn, unummantelt und im Grunde, wie man hier schön sieht, einfärbig. Aber das sollte eigentlich für den Piloten, der so ein Gerät fliegt, kein Problem darstellen. So, jetzt aber zum praktischen Teil. Ja, ich war ja auf den M7 schon sehr, sehr gespannt. Ja, und gleich einmal vorweg, da sieht man es ja, die Tragegurte. Wie ich ja hier schon sagte, die, ja, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein beim Hantieren. Die sind ein bisschen aufwendiger konstruiert und da kann sich schon einmal was verhängen. Aber gut, ist ja auch ein D-Schirm und da sollte ja auch der dementsprechende Pilot auch mit diesem Schirm fliegen. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts Besonderes zu den Startvorbereitungen zu sagen. Das ist alles easy, der Schirm hat ja auch wenig Leinen. Der Start selber ist auch kein Hexenwerk. Wie alle neuen Schirme, die Kappe steigt etwas langsamer und will geführt werden. Und beim Startlauf merkt man sofort, der M7 zieht so richtig an. Ganz schön flott ist er. Was man aber auch dazu sagen muss, ich bin ja den Schirm ein wenig überladen geflogen, also ganz oben und 2 Kilo drüber. Schon beim Startlauf und den ersten Flugmetern merkt man, ja, der M7 hat eine Servolenkung eingebaut. Und zwar eine ganz feinfühlige und exakte. Und wie sagt man denn da so schön? Der Schirm geht gewaltig ums Eck und das macht irre Freude. Und wie man hier ja schön sehen kann, der M7 lässt sich auf engstem Raum manövrieren und das mit hoher Sicherheit. Der Schirm macht genau das, was der Pilot will. Und das ohne nervös oder gar aggressiv zu wirken. Und hier sieht man auch gleich, ja, wie man den M7 auf engstem Raum umdrehen kann. Dazu braucht es gar nicht einmal viel Bremsleinenzug. Gewicht rein in die Kurveninnenseite und schon geht der Schirm wunderschön ums Eck. Ja, das kann auch zum Soaren ganz praktisch sein. So ist der M7 deutlich agiler und wendiger als sein Vorgänger. Dazu wird wohl auch die etwas geringere Streckung beitragen. Okay, der M7 kann ausgesprochen gut Kurven fliegen, aber wie schaut es aus beim Geradeausfliegen in leicht bewegter Luft? Den von mir fliegenden Delta hole ich ohne Beschleuniger locker ein. Ja, der M7 ist flott und gleitet gut. Jetzt zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich wie gut steigt der Mantra M7 hier in schwachen Bedingungen. Das ausgesprochen gute Handling und dass man wirklich auf engsten, ja, im engsten Raum kurven kann, ist da schon einmal sehr, sehr hilfreich. Aber, ja, hier kommt ein Aber. Der Vorgänger, der M6, war ein Flachdreher oder besser gesagt ist ein Flachdreher. Der M7 ist das nicht mehr. Nein, graben tut er nicht. Was mir aber aufgefallen ist, beim Einleiten in eine Kurve oder bei Korrekturen, ja, da fährt er ein bisschen an. Und das wird wohl, ja, der etwas kleineren Fläche zum Vorgänger geschuldet sein und dass auch der Grundtrim relativ hoch ist. Zur Gleitleistung braucht man im Grunde kein Wort verlieren, denn die ist klassentypisch, natürlich und erwartungsgemäß sehr gut. Besonders beschleunigt, da kann der M7 gegenüber seinem Vorgänger natürlich punkten. Und besonders nämlich, wenn man mit den C-Gurten korrigiert und steuert. Denn der M7 fliegt sich da gefühlsmäßig sehr, sehr nahe einem Zweiliner-Schirm. Und genau das ist dem neuen Tragegurtsystem zu verdanken.
Zum Thema Landen braucht man eigentlich nicht viel sagen. Ozontypisch sind die Steuerwege lang genug, dass die Strömung angenehm und sanft abreißt. Also kein Problem. Aufpassen muss man nur, so wie es mir da passiert ist, bei leichtem Rückenwind ein Hauch. Ja, der Schirm ist recht flott. Das sollte man nicht vergessen. So geil. Super Schirm. Noch ein paar Gedanken zum Mantra M7. Die wirklich gute und angenehme Steuercharakteristik und die Wendigkeit des M7, ja, die kann auch beim Starten, wie man hier sieht, sehr nützlich sein. Der Schirm ist mal schief hochgekommen, aber ich konnte ihn im Startlauf während dem Aufziehen super toll korrigieren. Ein paar Worte zum Kappenfeedback, denn da gibt es gewaltigen Unterschiede zwischen dem 6er Mantra, also dem Vorgänger, und dem 7er. Die deutlich höhere Zellendichte, ja, und die geringere Streckung des 7er Mantra macht die Kappe deutlich kompakter. Diese arbeitet nahezu überhaupt nicht in sich. Das Feedback der Kappe kommt aber, entgegen des Vorgängers, doch mehr über die Bremsen als über die Tragegurte. Ja, über die Tragegurte ist noch genug Feedback da, aber es ist weniger als beim 6er Mantra. Die Kappe des 6er Mantra ist doch merklich lebendiger und arbeitet mehr. Der 7er ist, ja, eben wegen der geringeren Streckung und der etwas kleineren Fläche plus deutlich mehr Zellen und höherer Flächenbelastung, ja, er ist stabiler und dadurch ruhiger und angenehmer zum Fliegen als der 7er. Aber der 6er Mantra steigt bei schwachen Bedingungen meiner Meinung nach doch ein Ötzel besser. Ja, und da war noch etwas. Und zwar das Beschleunigungssystem des 7er Mantras ist etwas stärker, also der Widerstand ist größer als beim 6er. Beim 6er gab es ja, oder gibt es ja, das große C-Feeling. Das hat man jetzt nicht mehr so. Der 7er Mantra ist bestens geeignet für Umsteiger aus der C-Klasse. Ja, eigentlich ist ja dieser ja auch ein C-Schirm, weil das D hat er deswegen bekommen, weil er für die Zulassung Faltliner gebraucht hat. Wer sich noch nicht an einen Zweiliner herantraut, da ist dann der 7er Mantra perfekt. Denn kein anderer mir bekannter Dreiliner bietet das Feeling eines Zweiliners, wenn man mit den hinteren Tragegurten steuert und korrigiert. Zum Umsteigen genial. Ja, der 7er Mantra, ein Super Delta mit den sehr quirligen und agilen Handling eines Rush 4, ja, und mit dem Feeling eines, oder den Möglichkeiten eines Zweiliners. Unterm Strich eine gewaltige Spaßflugstreckenmaschine. Ja, so ist es. Ha, damit ihr seht, landen geht natürlich mit dem 7er Mantra auch perfekt. Ist nicht immer so eine Landung wie vorhin. Wenn möglich, werde ich noch versuchen, einen LM, also die Leichtversion LM7 zu bekommen, und zwar in der Größe L. Ja, dann schauen wir mal, wie das dann mit den Steigleistungen in schwachen Bedingungen ausschaut. Ich bin neugierig. Ja, und das war schon wieder mit dem Video über den Ozon M7. Ja, ein ganz schön spannendes Teil, kann ich nur sagen. Für mich persönlich spannend, wo sich, in welcher Pilotengruppe, wie sich der Schirm da platzieren wird. Weil er kann sehr viel, das muss man schon sagen. Also ein sehr spannendes Gerät. Hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen und hat mich, wie ich ja schon gesagt habe,
vom Handling sehr an den, ja, an den Vierer Rush erinnert. Also ja, ich weiß, es ist zwar ein B, ein bisschen höherer B, aber das Handling ist da sehr, sehr ähnlich. Wer weiß, ob der Konstrukteur, also die Konstrukteure von den Schirmen da auch ein bisschen an den Schirm gedacht haben. Wer weiß. Aber das kann man da so Parallelen auf. Ja, und klar, also die Überlegung, ihr wisst ja, ich fliege den ML6, also den Vorgänger quasi, die Leichtversion. Mittlerweile gibt es ja auch schon die Leichtversion vom 7er. Bin ich noch nicht geflogen, werden wir schauen, vielleicht ergibt es sich einmal, dass ich noch fliegen kann, was da die Unterschiede sind zum normalen, unter Anführungszeichen normalen 7er Mantra. Schauen wir mal, würde mich auch interessieren. Ja, aber was soll ich sagen? Ja, es gibt schon einen Reflex, den als Nachfolger zu nehmen, den 7er Mantra, aber ich muss ganz ehrlich sagen, einige Sachen kann der 7er Mantra besser wie mein ML6. Keine Frage, da gibt es schon einige Sachen. Aber, was ich auch ehrlich sagen muss, ein paar Sachen kann der 6er Mantra, also vom gerade erleichterten ML6, dann doch auch eine Spur besser wie der 7er Mantra. Und da stellt sich halt dann auch wie immer die Frage, soll man nicht? Ich grübele auf alle Fälle, muss man sagen, weil Spaß hat das 7er Mantra auf alle Fälle ordentlich gemacht. Obwohl da die Bedingungen nicht so toll waren, wo ich ihn fliegen konnte, aber ein bisschen was ist schon gegangen und ich konnte ja dann doch was über den Schirm erfahren, wie ihr da ja in dem Video hoffentlich gesehen habt. Naja, und da wären wir ja schon dabei. Ich hoffe, ich konnte jetzt euch ein bisschen was mitnehmen, ein paar Informationen über den Schirm, dass da ein paar nützliche Sachen dabei waren. Vielleicht ein bisschen neugierig gemacht auf einen Testflug für den 7er Mantra. Ja, probiert es einfach einmal selber. Würde mich auch interessieren, was da eure Meinung über den Schirm ist. Ist eigentlich immer ein sehr, sehr spannendes Konzept, was der Ozon mit der D-Klasse da, mit den klassischen Dreiländern da macht. Also lasst es mich wissen, würde mich freuen. Vielleicht auch einen Daumen hochlassen, bis C, sowas motiviert, oder wie mir euer Herzl. Das sind alles Sachen, die halt motivieren. Wisst ihr, so ein Video, ja, da steckt sehr viel Arbeit und vor allem viel Zeit dahinter. Und solche Sachen motivieren halt dann, zumal das ja eine gratis Geschichte ist, die ich da ja mache für euch. Und mit großer Freude, muss ich natürlich auch dazu sagen. Weil bis jetzt, sonst würde ich es ja nicht machen, die Videos kommen ja wirklich gut an und die Klickzahlen passen für das ja auch ganz gut. Und somit, ja, aber trotzdem, bleibt dabei, würde mich freuen für einen Daumen hoch oder eine Meinung oder eine eigene Erfahrung unter dem Video drunter zu schreiben. Ist aber eine spannende Sache und vielleicht kommt ja ein bisschen eine Diskussion raus. Würde mich freuen. Ja, und das war's schon wieder. Kann man sagen, ein Video. Bleibt mir eins zu sagen. Bis zum nächsten. Hoffentlich wieder, ja, wird sicher wieder Fliegervideo sein. Saison ist ja dann langsam am Beginnen. Ein paar Sachen sind immer noch ausständig, die ich kriegen sollte, bekommen sollte. Eine Sache wird das unter Umständen sehr spannend. Da weiß ich aber noch nicht, wie lange das dauert. Aber ich mag nicht zu viel versprechen. Es ist ja sehr wetterabhängig, die Geschichte, bis man da wieder mal fliegen kann und bis das alles zusammenpasst, bis man Schirm, Ausrüstung kriegt und Wetter zusammenpasst. Gut, als Flieger wisst ihr eh, wie das hagelig das oft ist, dass da mal so ein Schirm 3-4 Wochen da liegen kann. Ja, ist halt auch nicht so toll, zumindest auch dann für den Verleiher. Gut, das war's eigentlich dann schon. Lange Rede, kurzer Sinn. Bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut, dass ihr da wart und tschüss, kann man nur sagen. Und immer knitterfrei bleiben. Gute Thermik. Ciao.